Hallo Leute, willkommen in diesem neuen Video und willkommen zu einem weiteren Feuerwerk-Unboxing auf meinem Kanal. Diesmal nicht von der Firma Actifier, sondern von der Firma Modern Arts Firework in Oberösterreich. Ich verlinke euch den Shop unten in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal vorbei, gibt echt super Sachen und für Österreich absolut Preise, die wirklich in Ordnung gehen. So, das Paket ist offen und wir schauen direkt mal rein. Leute, in Österreich gibt es nur die Selbstabholung bzw. die Lieferung zu Abholstationen. Genau, wir haben hier ein paar schöne Sachen. Ich zeige euch jetzt mal schnell, was ich alles bestellt habe. Ich fange mal gleich an mit einem Highlight. Ich bin mega froh, dass ich die nochmal ergattern konnte. Das sind die Anaconda 3 Schlag von Pinto. Die werden nicht mehr hergestellt. Die haben so ein Blitzknall-ähnliches Gemisch drinnen. Sind aber erlaubt, also nicht mit dem normalen Blitzknallschatz. Da wurde aber deshalb dann die Produktion eingestellt. Ihr könnt die aber ganz legal in F2 noch erwerben. Die 3-Schlag-Variante, die 1-Schlag-Variante ist wesentlich schwieriger zu bekommen. Und dann habe ich mir hier eine kleine Batterie bestellt, die Panther Chinatown, 16 Schuss. Ihr seht es jetzt schon, das sind alles Sachen, die es bei Actifier zum Beispiel auch nicht gibt. Viele Panther Sachen gibt es dort, schaut gerne mal im Shop vorbei, Leute. 16 Schuss, wie gesagt, schöne kleine kompakte Batterie für vor 0 Uhr, habe ich mir die einfach mal mitgenommen. Wir haben hier eine NM von 132 Gramm. Dann absolut fette Bombenrohre, wirklich, wenn nicht die geilsten überhaupt, das sind die XXL Thunder. Ich glaube, die sind auch von Panther. Genau, die schauen so aus, auch in F2 zugelassen, 17,2 Gramm pro Rohr, 4 Stück in der Schachtel, sind massive Crackling Bombenrohre, also sind wirklich richtig fein. Und dann noch das Pendant dazu, die Gold Crown von Panther, auch 4 Stück mit, ich denke, 17,2 Gramm. Die haben eine goldene Krone mit blauen Sternen. Freue ich mich auch richtig drauf. Also wirklich sehr, sehr schöne Teile. Sehr, sehr edel. Absolut zu empfehlen. Genau, ist auch Panther. Dann haben wir P1. Und zwar haben wir hier von Pyrotechnica Mana. Das sind die Demon. 20 Stück P1 Böller. Die schauen so aus. Ähnlich wie ein Cobra P1. Richtig gut verarbeitet. Die Hülse ist nicht ganz so stark wie bei den Cobra P1. Wir haben 0,45 Gramm Blitzknallsatz enthalten, sind ordentlich laut, 9 Gramm auf die Schachtel, 20 Schallerzeuger. Ich werde die auch mal testen, Testvideo hochladen, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Vielleicht auch mal einen Vergleich mit den Cobra P1, wäre nächstes Jahr oder so. Wäre ganz interessant, glaube ich, wenn die da auch so in dieser NM-Kategorie mitspielen. Dann weitere P1-Sachen. Die Cobra 1 und die Cobra 2 Blitzkartuschen. Wir haben hier 2 Gramm und hier 1 Gramm. So, schauen wir da auch mal rein, wie die ausschauen. Ja, schauen okay aus, würde ich sagen. Die fallen mir nicht so gut wie die Cobra P1 im Design, sind aber wahrscheinlich sogar etwas lauter. Wie gesagt, 1 Gramm NM, BKS. In den Cobra 1 Blitzkartuschen haben wir 10 Stück enthalten. Und dann haben wir hier noch die Cobra 2. Da haben wir nur 6 Stück drinnen. Nein, überhaupt nur 5. Die schauen so aus. Die gefallen mir vom Design her, ehrlich gesagt, ganz gut. Die schauen sehr edel aus. Der Reibkopf wie eine Schoko gleich zum Anbeißen. Ja. Genau. Katz P1, 2 Gramm NM. Und da steht auch drauf, sehr interessant, habe ich so auch noch nie gesehen. NM Gesamt pro Stück 9,5 Gramm, NM Lasteinwirkung 2 Gramm. Also da diese 2 Gramm sind wirklich nur der Blitzsatz. Schauen wir mal, was da steht. NM Gesamt 2,8 Gramm, Lasteinwirkung 1 Gramm. Sehr interessant, habe ich so noch nicht gesehen. Dann haben wir, ist auch noch was drin, die Black Thunder Shock. Die sind sicher richtig geil so zum Verballern für vor 0 Uhr einfach mal. Von Cafferata Fuhrwerk, ist ein holländischer Hersteller. Wir haben hier 84 Gramm NM auf, tja, gute Frage, wie viel wir da drin haben. Kann ich jetzt nicht sehen, wie viel da drin sind. Wir schauen uns die auch mal an.
So ein ganz schlichtes Design. Ich glaube, das sind einfach normale Salutbombenrohre, meine ich. Ich habe mir die auf den Videos angeschaut und dachte, für den Preis kann man da nichts falsch machen. So. Muss doch irgendwo die Stückanzahl oben stehen. Ah, hier steht's. 24 Stück. Also schön. Ja, schon ganz okay aus. Sehr schlicht vom Design. Nicht allzu gut verarbeitet, aber sind sicher sehr, sehr lustig. Cafferata habe ich auch noch nie gehört. 3,5 Gramm NM pro Stück. So, dann haben wir jetzt noch, ich glaube, drei Sachen noch drinnen. Wir haben hier einmal die Panther Fly Eagle Raketen. Die schauen so aus. Nein, Quatsch, Fly Falcon. Nicht Fly Eagle, Fly Falcon. Wir haben eine Gesamt-NM von 204 Gramm auf 2, 4, 6, 8, 9 Raketen. Genau. Die großen haben 28 Gramm. Hier die. Und die kleinen haben, ja, ich schätze mal ein bisschen weniger wie 20 wahrscheinlich. Müsste auf den Raketen direkt oben stehen. Schauen ganz geil aus. Wie gesagt, in Österreich, also das wisst ihr bestimmt, in Österreich sind ja 75 Gramm in F2 Raketen erlaubt. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen. Und zwar hier von Weco. Ich glaube, das ist Weco. Die Blink Blaster. Also das Design schaut unglaublich geil aus. GBV Weco. Ja, genau. In den Niederlanden. Schaut mega, mega geil aus. 415 Gramm. Schaut euch die mal auf den Videos. Die schaut richtig geil aus. Blink Blast, also Blink Sternbouquets. Verschiedenen Farben, dann auch mit Cracking, glaube ich, gemischt. Richtig fett. Und zu guter Letzt. Hier. Ich wollte sie haben, Leute. Deshalb einfach mitgenommen zum Verballern. Depoler-Schinken vom Komet. Endlich auch jetzt in Deutschland mal erhältlich, in Österreich mal erhältlich. Klar, zu höheren Preisen. Aber was soll's. Man lebt nur einmal. 120 Gramm auf 80 Stück. 1,5 Gramm pro Böller. Ein Standard-Komet-Depoler-Schinken aus De La Charre. So, ich lege das mal kurz auf. So, hier mal kurz eine Gesamtübersicht. Ich hoffe, das Licht ist einigermaßen okay. Ich habe jetzt hier leider keine Beleuchtung. Also ihr seht schon, schöne Sachen. Ist jetzt nicht allzu viel, aber Leute, ihr wisst, was ich alles an Feuerwerk habe. Also das sprengt sowieso den Rahmen. Ich werde da einige Sachen bestimmt auch noch vor Silvester zünden. Ich werde vielleicht hier noch von den P1 Sachen, beziehungsweise auch von den Anaconda 3 Schlag noch ein Video hochladen. Genau, von diesen Blitzkartuschen, von den Demon. Den Rest werde ich zu Silvester zünden. Vielleicht auch noch von D-Böller Schinken mal schauen. Silvester werde ich hier die Raketen, die Batterien zünden. Genau. Ja Leute, ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen. Also ich kann es euch nochmal empfehlen, beim Shop einfach mal reinzuschauen. Vielleicht ist was dabei für euch. Ja, danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.